Servus zusammen, willkommen bei BF Photography. Ich bin der Freddy und heute geht es um die A7R III. Ist die A7R III vor etwa einer Woche rausgekommen und ich habe sie mir gekauft und wollte sie gleich vergleichen mit der A7R II. Und warum ich sie mir gekauft habe, die erzähle ich euch jetzt, die Gründe. Der erste und wichtigste Punkt ist 10 FPS. 10 FPS bedeutet 10 Bilder pro Sekunde. 10 Bilder pro Sekunde ist schon viel, ja. Die A7-Reihe hatte komplett immer nur 5 Bilder pro Sekunde. Mir hat immer was gefehlt, da war ein bisschen wenig immer, aber das macht nichts. Jetzt habe ich 10 Bilder pro Sekunde. Was das ausmacht, es ist Haufen Bilder. Ich schieße kompressiert die Bilder. Die Unterschiede sind kaum bemerkbar. Also für Landschaftsfotografen würde ich sagen, okay, uncompressed schießen. Aber uncompressed sind die Bilder bei RAW-Dateien ungefähr um die 80 MB. Und compressed sind es bei 42 sowas. Und das passt, das reicht vollkommen aus. 10 Bilder pro Sekunde, größerer Buffer. Noch dazu, größerer Buffer. Ich werde jetzt mal einfach mal abdrücken, damit ihr mal seht, wie viel das ist und wie lange sie hält. Ich habe eine SD-Karte drin, eine ganz normale. Also nichts besonders, wirklich ganz normale. Ende. Und jetzt speichert er erstmal ab 72 Bilder. Das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt ist so gewesen, dass bei den vergangenen A7R II zum Beispiel, ich konnte nicht ins Menü gehen. Diesmal geht's. Ja, die haben das jetzt geändert. Wenn sie abgespeichert werden, kann ich ins Menü gehen, kann ich noch ein bisschen Fokus ändern und so weiter und so fort. Also es ist noch möglich. Nicht alles, aber vieles. Das ist auch ein Vorteil. Was noch dazu gekommen ist, ist ein größerer Akku. Die A7R III hat ein doppelt so viel großen Akku, also laut Daten sind es 2,2, aber ich kann das so nicht bestätigen. Das Einzige, was ich sagen kann, es sind sogar 2,5, eher 3. Ich habe damit schon ein Shooting hinter mir und muss sagen, der Akku hält wirklich deutlich besser als von der A7 Mark II. Man muss sich vorstellen, bei der A7 Mark II ist Sony hergegangen und hat zwei Akkus mit in die Schachtel mit reingetan. Weil die genau wussten, dass der Akku für einen Pro ist, ja. Und Bobby hatte auch schon gesagt, er kann das nicht verstehen, ja. Neueste Generation von hast du nicht gesehen. Und dann kriegen sie es nicht hin in 6, 7 Generationen von Kameras, ja. Weil da kamen ganz viele raus, bis zu A9, dass die einfach einen neuen Akku mal probieren, ja. Warum? Warum lässt man einfach den alten Akku drin, der wo sowieso nichts taugt und kümmert sich nicht drum? Naja, ist egal. Auf jeden Fall haben die das jetzt geändert. Der Akku ist drin. Er hält ungefähr 2,5 mal so viel wie der von der A7 Mark II. Machen wir gleich mit dem Sucher weiter. Der Sucher ist auch verbessert worden. Der Sucher ist jetzt von der A9 mit drin. Wunderbarer Sucher, soll auch wirklich viel schärfer sein. Selber bemerkt habe ich das noch nicht. Aber ich lasse das jetzt mal so dahin stehen. Es soll auf jeden Fall ein besserer Sucher sein. Wie gesagt, ich nutze ihn nicht so viel wie hinten Display. Und wo wir beim Display sind, Display haben es auch geändert. Display ist schärfer geworden. Die haben ein paar kleine Gimmicks reingemacht, die wo ich so noch nicht gesehen habe von anderen Usern. Und zwar, das wichtigste Gimmick für mich war beim Filmen oder beim Fotografieren. Habe ich das Problem, wenn ich jetzt die Kamera so halte und dann zu nah rangehe, dann geht das Display aus, ja, durch den Sucher. Ja, das ist, wenn meine Wampe genau davor ist, dann geht das Display aus. Und das ist mir schon oft passiert, dass der Sucher da drüben oder dieser Initiator, der ist viel genauer. Und bei der A7R III haben die das ganz einfach weggemacht.
sobald der oder dieses Bildschirmteil hinten draußen ist, funktioniert dieser Sucherindikator nicht. Und somit kann ich dann filmen und nah an die Wampe reingehen, ohne dass mir was passiert. Bei der A7 Mark III sind jetzt zwei Kartenslots drin. Ja? Zwei Kartenslots finde ich fantastisch, da man ja eigentlich auf einer Hochzeit und so und wichtigeren Shootings einfach sicher gehen will, dass die Bilder gespeichert werden. Und naja, ich habe damals auch schon gerne zwei benutzen wollen, aber es ging halt nicht. Ja? Und deswegen bin ich eh schon froh, dass so weit gekommen ist. Ein Slot ist davon UHS-2 und ein Slot ist UHS-1. Somit ist einer definitiv schneller, ja, falls ihr das nicht wisst, was UHS-1 und 2 ist. Das Speichern funktioniert fantastisch. Ja. Also es ist im Grunde super. Ich habe am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Ich wollte extra auf einer Karte RAW speichern, auf der anderen Karte JPEG, nur als Sicherung. Und ich habe aber nur JPEG und RAW nicht gleichzeitig eingeschalten. Wenn ihr das einschaltet, dann könnt ihr das variieren, wie ihr wollt. Ihr könnt auf die eine Karte speichern, auf die andere das. Und ihr könnt auch das Video auf die eine oder andere speichern. Also es ist fantastisch. Die haben das professionell und gut gelöst, sage ich jetzt mal. Ansonsten habe ich sehr schöne Tasten. Ja, die drücken sich richtig gut. Ja, funktionieren anwandfrei. Ich habe jetzt hier auch so einen Joystick hinten dran, mit dem ich mein Fokusfeld verändern kann. Gleichzeitig. Und ansonsten ist alles gleich geblieben, ziemlich bei der A7 R2. Ich finde auch, dass die sich genauso anfühlt wie die A7 R2. Also viel größeren Unterschied erkenne ich da nicht. Vielleicht ist der minimal. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben ein Touch-Display. Ja, funktioniert einwandfrei. Ich kann auch während dem Fotografieren meinen Fokus so wechseln. Das geht sogar schneller als mit dem Joystick. Dann haben wir eingebaut GPS. Also eingebaut ist es nicht. Die Kamera ist verbunden mit meinem Handy sozusagen und beim Auslösen vom Bild werden die GPS-Daten vom Handy in das Bild gespeichert. Finde ich klasse. Vorher war es immer so bei der A7 Mark II. Ich habe meine Fotos gemacht und habe vor Ort halt ein Foto gemacht vom Handy und dann konnte ich das zu Hause mal ausmerzen und auf die ganzen Bilder mal die eine Location drauf tun und hier ist immer die Location mit dabei sozusagen. Schnittstellen sind auch dazu gekommen und zwar eine USB-C Schnittstelle. Finde ich super wegen der Datenübertragung, dass das ein bisschen schneller ist. Und noch dazu ist ein Micro-USB drin geblieben. Ja, das heißt, wir könnten theoretisch laden und währenddessen tettern. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Blitz und Mikro ist auch drin, HDMI-Ausgang ebenso. Nochmal zum Akku. Mit der A7 R2 habe ich ungefähr 230, 250 Bilder gemacht. Wie gesagt, 70% eher mit Bild und 30% mit Sucher. Und mit dieser Kamera schaffe ich ungefähr 550, 600 Bilder. Aber 600 schon knapp, also 550 eher. Um zum Autofokus zu kommen, die A7 R3 haben es wirklich deutlich verbessert. Die A7 R2... Die war schon verdammt gut, ja, gegenüber der A7. Und die haben jetzt die Kontrast-Autofokuspunkte erhöht. Die A7 R2 hatte vorher 25 Kontrast-Autofokuspunkte. Und die A7 R3 hat 425 Kontrast-Autofokuspunkte. Der Vorteil ist, zum Beispiel, vor 3 Tagen habe ich Fotos gemacht von den Sternen. Und ich konnte sozusagen direkt die Sterne automatisch fokussieren und das war wirklich deutlich besser als bei der A7 R2. Augenautofokus, haben die auch was geändert? Verdammt gut, ich bin so glücklich, dass sie das reingemacht haben. Die haben bei der A7 Mark II war es vorher so, Augenautofokus wunderbar. Falls ihr nicht wisst, was das ist, man drückt einen Knopf und die Kamera fokussiert automatisch auf die Iris oder versucht es zumindest. Ja, und wenn ich mich so näher drücke, und die erkennt diese Iris, dann fokussiert sie hier drauf oder hier. Wie gesagt, sobald ich mich wegdrehe, bei der A7 R2 war es, sobald ich mich so ein bisschen wegdrehe, dann hat sie nur noch aufs Gesicht fokussiert. Und wenn ich meinen Kopf weggedreht habe, dann hat sie irgendwo fokussiert. Ja, das war aber dann schon meistens, da macht man dann meistens keine Bilder oder man fokussiert sowieso woanders hin. Bei der A7 R3 haben die das jetzt geändert. Und zwar ist es so, dass ich mit der A7 R3 mit allen Objektiven auch die adaptierten Autofokus habe. Bei der 2er war es noch nicht so, da hat sie direkt angezeigt, ist nicht kompatibel mit dem Objektiv.
Bei der A7R3 habe ich mit meinem MC11 Adapter, mit meinem Tamron, ohne Probleme Augenautofokus. Fantastisch. Das bedeutet, man kann jetzt sozusagen die günstigeren Linsen, die man sowieso schon daheim hat, vielleicht vom alten System oder von einem bestimmten Hersteller, Canon oder so, hernehmen und Augenautofokus damit benutzen. Finde ich gut. Ich denke mal, die haben sich am Anfang gedacht, wenn wir so ein Feature machen, dann kriegt es nicht jeder ab. Und nur unsere originalen Objektive nehmen wir dafür her. Aber jetzt ist schon ein bisschen her damit und es funktioniert einwandfrei. Jetzt haben die das adaptieren lassen und man fokussiert damit genauso gut wie mit einer normalen Linse. Natürlich ein bisschen langsamer und allen drum und dran. Ich denke, die haben da noch ein paar Schwächen reingemacht. Stabilisierung. Die haben die interne Stabilisierung verbessert von 4,5 Punkten auf 5,5 Punkte. Und ja, bemerkbar macht es nicht, sage ich jetzt mal. Ich habe es jetzt noch nicht so gemerkt. Ich mache immer noch mal nach meiner Regel 125stel, 85 mm, versuche ich mindestens ein 80stel, wenn nicht sogar ein bisschen besser oder höher zu gehen. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Aber ansonsten, die Stabilisierung hat bei der A7 R2 auch schon sehr gut getan. Also man hat schon gemerkt, dass da wirklich was dahinter ist. Was sie noch gemacht haben, ist, das kennt ihr vielleicht gar nicht, ein digitaler Zoom. Digitaler Zoom hört sich jetzt interessant an. Und zwar kann ich jetzt einfach hergehen und einen Knopf drücken. Ja, ich lasse die Kamera auf ein Stativ und will irgendwo anders, irgendwo auf einen bestimmten Punkt fokussieren, will auch sicher sein, ob das fokussiert. Dann drücke ich auf den Zoom sozusagen. Dann sieht man hier im Bild, wo der Zoom ist. Und man kann dann wirklich feinst einstellen, wo das fokussiert werden soll. Dann drückt man ab. Jetzt pass auf. Dann drückt man ab und dann fokussiert die Kamera automatisch. Vorher war es so bei der A7 R2, das hat mit dem Autofokus nicht funktioniert. Es ging nur mit manuell fokussieren. Das heißt, ich habe zwar reingezoomt, habe alles gesehen, musste aber manuell fokussieren, um dann sicher zu sein, ah, ist scharf oder nicht. Ich konnte sozusagen auf die Augen fokussieren und konnte die Augen ziemlich nah sehen. Videotechnisch haben die auch was gebessert. 4K in 30 FPS. War bei der A7 Mark II auch. Leider sind sie nicht den Schritt weitergegangen und haben gleich 60 FPS gemacht. Warum auch immer. Ich schätze, die werden sich das festhalten für andere Kameras wie A7S III oder sowas. Oder vielleicht diese kleineren, die A6700 vielleicht, wenn mal rauskommt. Sei dahingestellt, 1080p funktioniert jetzt mit 120 Bildern pro Sekunde. 120 Bilder pro Sekunde. Jeder GoPro-Nutzer weiß, okay, GoPro 4 ging schon damals. 120 Bilder pro Sekunde in 1080p. Das Problem ist die Qualität. Die hat wirklich drunter gelitten. Man sieht die Punkte, man sieht die Verarbeitung, man sieht diese interne Bearbeitung von diesem Video sozusagen. Und bei deren Kameras ist es so genial, die Qualität. Das ist fast unglaublich. Genau, 120 Bilder pro Sekunde. Man kann direkt wechseln, mehr, weniger. Das ist aber ein extra Modus jetzt. Also man geht jetzt sozusagen nicht in den Videomodus und stellt dann ein 120 Bilder pro Sekunde, sondern man muss hier jetzt einen Modi wählen, den S- und Q-Modi, und dann kann man hier direkt auswählen, Bilder pro Sekunde und alles drum und dran. Noch was Kleines, was Sony eingebaut hat, was ich sehr gut finde, war damals bei der ich hatte davor noch die Canon 5D Mark III, und bei der 5D Mark III war es drin, und ab der sobald ich gewechselt habe auf Sony, war das nicht mehr drin. Und zwar ist der Autofokus, ja. Der ist jetzt bei mir unten links. Und ich habe das Problem, wenn ich dann hochkant fotografiere, dann habe ich das Problem, dass ich den Fokus von unten links nach oben links ziehen muss. Und das ist immer nervig gewesen. Man muss halt immer wieder den... Damals war es ja noch schlimmer, jetzt habe ich wenigstens schon einen Nippel oder dementsprechend mit dem Finger am Touchscreen. Es funktioniert einwandfrei, aber die haben bei der A7 Mark III, haben sie jetzt eingebaut, automatischen Wechsel. Das bedeutet, hochkant ist der Fokuspunkt jetzt hier. Und sobald ich in die Vertikale gehe, wechselt der automatisch. Und der behält ihn bei. Also das ist jetzt ein kleiner Autofokuspunkt. In Hochkant ist immer noch ein mittlerer Autofokuspunkt. Finde ich fantastisch, haben es gut gemacht. Gut, jetzt gibt es ja Augenautofokus, aber trotzdem haben es gut gemacht, definitiv. Die Qualität der Bilder hat sich nicht gebessert, die ist gleich geblieben zu der A7 R2.
Wobei ich sagen muss, A7R 2, ich war immer schon glücklich mit der A7R 2, mit der Bildqualität. 42 Megapixel ist viel, ist sehr viel. Aber ich kann halt noch reinzoomen, kann noch croppen, wenn es wäre. Und habe dann immer die Qualität, die ich haben möchte. Als Kleinigkeit noch, was mir persönlich sehr gefällt, NFC. Das war bei der A7 Mark II auch schon. NFC funktioniert jetzt aber deutlich besser. Vorher war es so, dass ich bei meiner A7 Mark II das Handy aus der Hülle raustun musste, damit es kommuniziert und ich die Bilder direkt übertragen kann mit NFC. Jetzt ist es so, dass es mit Handyhülle funktioniert. Ist ein kleines Gimmick, mir gefällt es. Ich muss nicht das Handy aus der Hülle tun. Das ist schon mal ein großer Aspekt für mich persönlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch viel Info geben können. Wenn ich was vergessen habe, tut es mir leid. Schreibt es unten rein in die Kommentare. Dann schreibe ich das noch mit in die Beschreibung rein. Ansonsten, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht es. Wenn ihr einen Daumen hoch gebt, freut mich sehr. Kommentiert, schaut unsere anderen Videos an. Danke fürs Zuschauen. Euer Freddy. Ciao.